Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Curseplay Mod. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr Kurse einspeichert und die auch in Kombination verwendet für Feldarbeit etc. Also es sind jetzt nur drei kleine Punkte, beziehungsweise der eine ist schon das Einfahren ist, denke ich mal, einer der wichtigsten Punkte. Und dann das Feld einscannen und da den Kurs drauf berechnen und einspeichern. Ist auch ein großer Punkt, finde ich. Und dann natürlich, wie ihr mit Hilfe von Curseplay eurer Silo-Zeug verkauft, also sprich Weizen etc. Den Kurs habe ich schon mal vor eingespeichert. Ich habe mir gedacht, ich muss nicht euch jeden Kurs zeigen, wie man den einspeichert. Deshalb habe ich den vorbereitet. Ja, machen wir mal Licht an und wenn ihr Curseplay runtergeladen und installiert habt und dann aktiviert ihr das in den Mods, bevor ihr das Spiel startet, einfach Häkchen dran setzen, gut ist. Dann kommt als erstes die Frage, ob ihr die Felder automatisch scannen wollt, wenn ihr ins Spiel kommt. Da drückt ihr ja, das ist das Einfachste. Und ob ihr den Stundenlohn hinzufügen wollt, das ist dann euch überlassen, entweder ja oder nein. Ja, wenn ihr dann im Curseplay nutzen wollt, drückt ihr Steuerung-Taste und entfernen und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Hier könnt ihr eine Kursaufzeichnung beginnen und den aktuellen Feldrandkurs berechnen. Da kommen wir dann nachher dazu. Das zeige ich euch hier so ein bisschen noch das Interface. Hier eure gespeicherten Kurse. Hier ist jetzt der Verkaufskurs, den ich schon habe. Hier, also hier, wenn ihr auf irgendeinen Button geht, habt ihr auch immer unten hier die Info, was dieser Button ist. Ihr könnt jetzt Kurs laden und beziehungsweise wenn ihr schon einen Kurs geladen habt, wird er mit einem aktuellen Kurs zusammengefügt. Dann könnt ihr einen Kurs anhängen. Hier geht jetzt gerade nichts oder den Kurs löschen. Hier könnt ihr dann suchen, dann öffnet sich ein Fenster. Dazu müsst ihr natürlich noch wissen, wie ihr euren Kurs genannt habt und ihr könnt Ordner erstellen, zum Beispiel Feldrand. Kurse. Und dann, da kann man es dann in Ordner verschieben. Aber das wollen wir nicht. Na. So, ist jetzt wieder raus. Ne, es ist nicht. So. Okay, kann man dann so machen. Dann habt ihr hier eine Geschwindigkeitseinstellung, wie schnell er zum Beispiel beim Wendemanöver ist. Das ändert ihr hier hinten einfach mit Plus und Minus. Dann wie schnell er auf dem Feld maximal fahren soll. Auf der Straße könnt ihr automatisch vom Kurs. Oder, und hier jetzt in dem Fall maximal 43 km/h, weil der Traktor nicht mehr macht. Und die Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren, dann könnt ihr hier auswählen. Immer die maximale Geschwindigkeit fahren oder wie beim Einfahren, also so wie ihr gefahren seid. Dann habt ihr hier allgemeine Einstellungen. Hier das Curseplay öffnen ist ein bisschen anders gemeint. Wenn ihr jetzt hier rausdrückt und mit der rechten Maustaste könnt ihr ganz normal wieder die Sicht verändern und mit einem erneuten Rechtsklick habt ihr die Maus wieder, um hier zu arbeiten. Dann können wir hier einstellen, ob es Anfang und Endpunkte anzeigen soll oder den gesamten Kurs. Und hier halt die Kreuzungspunkte. Dann, wann er die Warnleuchte anhaben soll, beziehungsweise auch Warnblinker auf der Straße, die Rundumleuchte immer oder komplett ausgeschaltet. Ich lasse immer die Rundumleuchte auf Straße an. Haltezeit ist eigentlich nur wichtig. Wenn ihr beim Kurs, das zeige ich euch schnell, hier habt ihr dann die Punkte, hier könnt ihr Aufnahme beenden, anhalten, löschen, dann einen Wartepunkt setzen, eine Kreuzung setzen, Wendemanöver, also da wendet er dann, beziehungsweise rückwärts fahren. Dieser Haltepunkt eben ist dann, wie lange hier wartet. Und dann hier könnt ihr, oft gerade angezeigt wird, die Debug-Channels braucht ihr eigentlich nicht.
Dann haben wir hier Fahr- und Arbeitseinstellungen. Da ist jetzt natürlich nichts drin. Und hier haben wir dann halt noch andere Punkte, die jetzt gerade nicht gehen mit dem Fahrzeug. Da komme ich dann noch dazu. Wenn ihr hier Kursaufzeichnung beginnt, könnt ihr hier unten noch auswählen. Abfahrer, Beladung am Startpunkt zum Beispiel ist das, wenn ihr euer Weizen aus dem Silos verkaufen wollt oder was ihr halt sonst so drin habt. Dann kombiniert Drescher abtanken und abfahren. Das ist das, was man auf dem Feld eigentlich meistens braucht. Überladewagen ist dann nur der Drescher abtanken. Da braucht ihr dann extra Fahrzeug, wo das holt. Düngen und säen könnt ihr hier zum Beispiel auswählen. Oder einfach nur die Rute abfahren. Dann habt ihr hier Feldarbeit. Ist dann zum Beispiel grubbern, pflügen, düngen, Güllezubringer und Schaufel befüllen und entleeren. Ja, aber das wollen wir jetzt alles in dem Tutorial nicht machen. Wir machen ja jetzt nur ein paar Punkte, die wichtigsten, wie ich finde. Dazu fangen wir mal an. Ganz wichtig ist, ihr solltet den Weg kennen. Ich habe jetzt hier Feld 21 und Feld 15 ausgewählt für das Tutorial, einfach weil die Wege jetzt nicht so weit sind. Und aber weit genug, um euch ein bisschen was dazu zu erklären. Hier 21 wird abgeändert. Verkauft wird dann hier Goldcrest Pacific Rain, ist eine Mudmap, muss ich dazu sagen. Und das Feld 15 wird gegrubbert. Da werde ich auch den kompletten Kurs einfahren müssen, um euch das zu zeigen. Und deshalb machen wir das jetzt. Und auf Feld 15 werde ich euch auch zeigen, wie ihr die Feldrandmarkierung setzt, beziehungsweise den Feldrandkurs berechnet und daraus eine Abfahrroute erstellt für den Cursplay-Helfer. So, jetzt haben wir hier unser Fahrzeug bereitgestellt schon mal. Das soll ja von dem Feld hier hochfahren zum Hof, dort den Anhänger ableeren und wieder zum Feld zurückkommen und dann den Drescher wieder abtanken. Dazu geht man einfach auf Kursaufzeichnung beginnen und fährt los. Das ist das ganze Hexenwerk. Wenn ihr mehrere Helfer gleichzeitig einsetzen wollt, solltet ihr darauf achten, dass ihr sauber auf den Spuren bleibt, dass die sich nicht in die Quere kommen. Weil sonst zeigt es an, dass die im Verkehr feststecken. Also wenn es Fehlermeldungen gibt, dann zeigt es das immer über der Karte an. Zum Beispiel Helfer fertig ist auch, sage ich jetzt mal, keine Fehlermeldung. Aber das wird da dann auch angezeigt. Oder wenn er sich am Baum festgefahren hat, der Helfer und alles weitere. Fahren wir hier einfach den Kurs ab. Ich fahre jetzt absichtlich ein bisschen weiter neben der Straße, weil ich habe ja noch andere Kurse gerade drin. Dann fahrt ihr zur Abladestelle. Hier auf der Mod-Map ist alles ein bisschen anders. Ihr fährt einfach nur ganz normal drüber und das war's. Nicht anhalten, nix. Und dann wendet ihr oder fahrt einen anderen Weg zurück, wie ihr wollt. Und dann einfach wieder zum Feld runterfahren. Ihr könnt da auch natürlich mehrere Abfahrer einstellen, was jetzt beim normalen Mähdrescher keinen Sinn macht. Nicht bei dieser Distanz. Wenn ihr weitere Distanzen habt, klar macht es Sinn. Oder beim Häckseln vom Mais zum Beispiel. Da wird es auch Sinn machen. Und das funktioniert eigentlich genauso wie hier das normale Abfahren. Der Helfer zu Cursplay bzw. erkennt, dass es nur ein Feldhäcksler ist, wo kein Tank hat. Und wird dann automatisch neben herfahren, also neben dem Feldhäcksler herfahren. Und somit dann den abtanken. Allerdings gibt es da jetzt in der Beta-Version noch ein paar Probleme beim Wenden. So, und dann drückt ihr einfach auf Stopp. Die Wege müssen nicht verbunden sein, das ist egal. Dann könnt ihr jetzt hier speichern, zum Beispiel
abfahren. Beziehungsweise ich mache das eigentlich lieber mit Nummern. Sie schreibt dann hier zum Beispiel 1 ist für mich das Abfahren und Feld 21. Dann 2 ist Feldarbeit etc. Oder verkaufen. Wie ihr wollt. Das hat mich, ich nenne es jetzt einfach mal 1, weil bei mir, ich mache meistens 1 ist Feld abfahren. Da müsst ihr hier unten einstellen, kombiniert Drescher, abtanken und abfahren. Und dann habt ihr hier Einstellungen Kombi-Modus. Jetzt hat sich dieses Fenster zusätzlich zugeschalten. Da könnt ihr alles auf automatisch lassen. Und Start bei heißt, wann wird er anfangen, den Drescher abzutanken? Könnt ihr runter bis 0%, aber trotzdem, der bleibt dann immer wieder stehen, also der fährt nicht dauerhaft nebenher. 50% langt vollkommen und abfahren bei 90% heißt, wenn der Anhänger 90% gefüllt ist, fährt er hoch zum Hof, leert das Ding aus und fährt wieder runter. Dann könnt ihr hier Drescher Suche, ich weise die gerne zu. Wenn ihr seht, jetzt zeigt es mir hier den Big X schon an und da erkennen die. Und wenn die dann gerade auf dem Feld nebenan arbeiten, kann es sein, das sorgt für Verwirrung. Und alles andere lassen wir so. Ja, seht ihr ja, braucht man jetzt nichts. Dann könnt ihr hier Kurs beginnen. Mache ich jetzt ersten Wegpunkt und Abfahrer einstellen. Seht ihr, backt da wieder ein bisschen rum. Es ist leider noch so. Das wird aber, denke ich mal, noch behoben. Gucken wir mal. Jetzt fährt er einmal schon hoch. Wenn wir zugucken, wie er hochfährt. Wenn ihr am ersten Wegpunkt startet, macht er das immer. Aber das soll ja nichts abtun. Das ist, war schon in der LS15-Version so von Curseplay. Jetzt fahrt er genau den Weg, den ihr einprogrammiert habt. Das zeige ich euch auch nochmal beim Weizenverkauf bzw. bei der Verkaufsroute. Da habe ich absichtlich ein bisschen Müll zusammengefahren, um euch das genau zu zeigen, wie der dann fährt. Beziehungsweise wie das dann, dass der wirklich Punkt für Punkt, wo ihr abfahrt, ja, eigentlich abarbeitet und so diese Route, die ihr eingefahren habt, nur abfahrt. Muss mal kurz trinken, sorry. Ihr seht, jetzt fährt er dann auf den Hof. Und er fährt jetzt hier normalerweise einfach drüber. Genau, weil der Anhänger ist ja leer. Da gibt es ja noch nichts zum Abkippen. Und dann fährt er wieder runter. Genau den gleichen Weg. Jetzt gehen wir zum Drescher, starten den einfach. Und gehen mal, habe ich schon ein bisschen mehr vorbereitet an Fahrzeugen, das so und fahren wieder, gehen wieder zu dem. Steht hier Plan, müssen wir wieder aktivieren, Plan automatisch, manuell. Lass mal einfach auf automatisch, müsst ihr nichts umstellen. Sorgt nur teilweise für Verwirrungen dann und deshalb lassen wir das alles so. Und ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen ein längeres Video. So, ihr seht, er fährt jetzt wieder zurück. Ich stelle jetzt mal das Abtanken. Wir sind jetzt schon bei 11%. Mal auf 15% runter, um euch das zu zeigen. Um das Ganze nicht so in die Länge zu ziehen. Da gibt es allerdings dann auch teilweise erwartet dann mittel auf dem Feld. Normal auf einer abgedroschenen Fläche, das könnt ihr hier. Na, wo ist es? Ne, kann man jetzt nicht einstellen. Normal kann man Fruchtumfahrung einstellen. Komisch. Na, jetzt will er nicht. Gehen wir mal auf 10% runter. Ja, manchmal nimmt er das nicht so ganz an. Hier seht ihr auch immer die aktuelle Entfernung. Kein Drescher in Reichweite. Das ist jetzt komisch.
Das war jetzt das sogenannte Vorführeffekt. Fahrt abfahren. Und seht ihr, die Rundumleuchten gehen an. Beziehungsweise wir machen das noch mal anders. Wir löschen das. Fahren wir jetzt einfach noch mal aufs Feld und speichern den Kurs noch mal neu ein. Also kann man wohl nicht so weit wegbleiben. Ich habe gedacht, ich mache es jetzt schön, wenn ihr einen Kurs drin habt und den raus haben wollt, drückt ihr einfach hier auf das X, dann ist der Kurs nicht mehr geladen. Dann fahren wir jetzt einfach hier auf das Feld, machen Kursaufzeichnung Beginn und fahren nochmal schnell hoch, geht ja jetzt nicht lang. Mal gucken. Ja, das macht er jetzt jedes Mal, aber ist jetzt kurz eigentlich schnell egal. Na, normal kann man hier Fruchtumfahrung einstellen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht. Ich fahre das jetzt auch nicht mehr so sauber ein. Das soll ja nur zur Demonstration sein. Also merke, nicht so weit wegstehen vom Feld, sonst findet er den Drescher nicht mehr. Was auch komisch ist. Aber ist jetzt halt mal so. Er hat jetzt schon ein 50% geladener Drescher. Also werde ich den jetzt auch gleich abtanken. So, einfach einmal drüber und wenden. Wenn ihr eingestellt habt, die Geschwindigkeit wie beim Einfahren, dann fährt er auch immer genau diese Geschwindigkeit, wie er beim Einfahren hatte. Das empfehle ich euch natürlich auch. Weil wenn ihr immer Höchstgeschwindigkeit habt und schneller fahrt, dann kann es sein, oder in den Kurven natürlich langsamer werde, dann will er die Kurve trotzdem mit irgendwie Höchstgeschwindigkeit fahren. Zumindest war es im LS 15 noch so. Und dann passieren Unfälle. Dann kriegt er die Kurven nicht, bleibt irgendwo hängen oder so. Also deshalb einfach wie Geschwindigkeit wie beim Einfahren eingeben und es ist alles gut. So, der letzte sind wir gleich wieder zurück. Geht ja zum Glück nicht lange. Das war jetzt natürlich auch ein schönes Negativbeispiel, dass ihr, wie ihr es nicht machen sollt. Und stopp. So, jetzt können wir hier, müssen wir den Kurs noch speichern. Ich nenne jetzt noch schnell 111. Muss jetzt, da wird danach wieder gelöscht. 10%, Wendekreis, bla bla, alles Auto. Abfahrer einstellen. Ich muss jetzt nochmal einen Schluck trinken, habe gerade einen mega trockenen Mund. Also wir machen das anders, Abfahrer entlassen. Aktuellen Wegpunkt. Ich sehe, jetzt versucht er. Einen Wegpunkt zu finden. Was jetzt allerdings... Der war, weil ihr seht, hier klappt es jetzt nicht so ganz. Funktioniert aber noch. Wollen wir ja aber nicht. Deshalb fahren wir zurück. Aktueller Wegpunkt ist noch drin. Das lasse ich mir die kurz alle anzeigen. Und Abfahrer einstellen. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Weil der Drescher ist fast leer, also ihr seht, er versucht immer auf den Wegpunkt zu kommen. Okay, er will jetzt doch erst hochfahren. Dann müssen wir das uns jetzt antun. Bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Und der Drescher ist fast voll. Aber das sollte trotzdem kein Problem sein. Es geht jetzt doch recht schnell, obwohl ja Sojabohnen eigentlich länger brauchen oder weniger geben. Seht, die
Linien hier, also die Weglinien, die eingespeicherten, kreuzen sich extrem. Aber das ist ja jetzt, was ja nur ein Beispielkurs ist, komplett egal. Und der Drescher ist voll. Helfer Vivian hat einen vollen Kontank. Da habe ich mir auch das Hired-Helper-Tool runtergeladen. Es nimmt einfach anstatt Helfer A, B, wie auch immer, einen Namen und fügt die dahin, an die Stelle, wo eigentlich das A oder B steht. Fand ich ein bisschen persönlicher. Ich fand das Helfer A irgendwie doof, muss ich sagen. Deshalb hat sich für mich schön angehört. Es gibt männliche wie weibliche Namen, also. Und natürlich auch zufallsgeneriert, welcher Name wann kommt. So, gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Wir haben keine, doch wir haben noch den Axialflow eingestellt. Jetzt, also er bleibt dann immer kurz stehen am Punkt, das ist normal. Und jetzt fährt er zum Thresher und tankt den ab. Und sollte dann, da er jetzt aber noch nicht 90% im Anhänger hat, fährt er auch nicht hoch. Und das ist klar, das macht er wirklich erst bei 90%. Und wenn ihr das Crossplay-Fenster auf habt, seht ihr auch unten immer, was er vorhat. Also jetzt fahre hinter Drescher. Das zeigt es immer an. Fahre zum Drescher, zeigt es jetzt an. Jetzt hat er hier allerdings, das ist noch so ein kleines Problemchen, die falsche Breite drin. Das ist, denke ich mal, wird noch behoben. Jetzt hat er die 11 Meter drin. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Auf den seitlichen Abstand. Ja, langt noch nicht ganz. Muss man noch ein bisschen weiter zurückfahren. Ich fahre jetzt einfach durchs Feld schnell. Das soll ja auch jetzt kein wie mache ich Landwirtschaft-Tutorial sein, sondern einfach nur ein reines Crossplay-Tutorial, wie was funktioniert. Deshalb ist mir das gerade jetzt im Moment ein bisschen Schnuppe. So, und jetzt funktioniert das. Also wie gesagt, hier in dem Fenster drauf achten. Normal funktioniert das, aber wenn nicht, könnt ihr entweder den Helfer nochmal entlassen, beziehungsweise noch, ne, dann nochmal einstellen, dann soll das eigentlich funktionieren. So, jetzt können wir hier sofort abfahren, auswählen, dann wenn er hier abgetankt hat. Na, jetzt will ich euch zeigen, was er dann macht, wenn der Drescher abgetankt ist. Dann lassen wir den einfach mal abfahren, dann könnt ihr das noch sehen. Dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Das wird jetzt ein langes Tutorial. Das sind jetzt schon bei 23 Minuten. So, jetzt wartet er, bis die Warteposition frei ist. Die ist auch irgendwie immer ein gewisser Punkt auf dem Feld. Und dann fährt er dahin nochmal. Genau. Jetzt fährt er, es steht unten Wegpunkt 62 421. Und sucht sich seinen Wartepunkt aus und wartet dann da, bis der Drescher ihn das nächste Mal ruft. Allerdings können wir ihn auch sofort abfahren lassen. Es geht auch mit Tastenkombination. Irgendwas auf der Tastatur drücken, macht er das auch. Weiß ich jetzt allerdings nicht aus dem Kopf. Weil ich lasse die normal nie vorher abfahren, wenn die nicht voll sind. Weil mit 26% rentiert sich das ja auch nicht wirklich. Dann als nächstes zeige ich euch das Verkaufen, wenn wir hier jetzt mit dem oben beim Hof sind. Fahrt jetzt natürlich zum ersten Wegpunkt, wo ihr eingespeichert habt für die Strecke. Und fährt von da aus weiter.
da vorne halt, ja, irgendeinen Punkt sucht er sich. Müsst ihr dann beim Einspeichern auch ein bisschen darauf achten, dass da keine Hindernisse stehen. Noch funktioniert die Umfahrung nicht richtig. Gab aber im LS15 auch schon immer die Probleme. Jetzt haben wir hier wieder den kleinen Hänger, wo wir vorhin Müll gebaut haben. Also da müsst ihr dann auch beim Einfahren schon darauf achten, dass sowas nicht vorkommt. Ansonsten macht er den Fehler natürlich auch immer wieder. Das seht ihr jetzt dann gleich auf jeden Fall beim Verkauf. So. Ich finde das echt cool, dass er dann auch automatisch die Rundumleuchte anmacht. Wenn das stört, der kann es auch gerne natürlich ausschalten in den Einstellungen. Und dann passt es auch wieder. So, jetzt seht ihr, Abladestelle erreicht, zeigt er an. Er hält an und kippt ab. Und dann steigen wir mal aus. Ist noch eine kleine Anmerkung von mir. Das Abladen im Silage, also Fahrsilo, funktioniert noch nicht mit Curseplay. Also wenn ihr hier Häckselgut habt, könnt ihr nicht hier drin abladen oder davor. Das soll ja aber noch folgen, dass Curseplay auch an allen Stellen ablädt. Ich habe mir jetzt einfach hier diese Hütten runtergeladen. Da könnt ihr eigentlich alles drin lagern, wenn mich nicht alles täuscht. Auch Häckselgut. Lasst den hier hinten abladen und nimm dann einen Anhänger und fass mir selbst davor. Und tu es dann ins Silo reinkippen. Finde ich, ist eine gute Alternative. Muss jeder für sich selber wissen. Aber ansonsten funktioniert das leider noch nicht. Öffnen wir hier Curseplay. Den Kurs habe ich ja jetzt schon gemacht. Dann lade ich den schnell. Und dann könnt ihr hier vorne Kurs beginnen am ersten Wegpunkt zum Beispiel. Und hier unten könnt ihr auswählen, was er füllen soll. Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, also alles. Wir wollen jetzt das Weizen. Den Kurs geladen, genau. Also Verkauf ist dieser Punkt hier. Dann fahrt ihr den am besten an einen geeigneten Punkt. Und ihr seht, unser Abfahrer vom Feld hat sich festgefahren. Das passiert leider noch. Da müsst ihr dann noch eingreifen und ihm helfen. Er fährt jetzt auch automatisch wieder hier vor. Wo ist der? Hier. So, dann habe ich hier. Der erste Wegpunkt hier beim Verkauf ist wichtig, muss am Silo sein. An der Beladestation, wo ihr einladen könnt. So. Und dann könnt ihr Abfahrer einstellen. Na. Hat jetzt nicht ganz gepasst. Hier ist jetzt natürlich etwas blöd wegen den ganzen Gebäuden, da kann er nicht großartig selber rangieren. Wenn das nicht ganz passt, müsst ihr einfach selber rumfahren. Aber im Normalfall ist das nur das erste Mal, wenn der Weg dann einmal richtig eingespeichert ist. Das ist kein Problem mehr. So, jetzt belädt er nochmal. Genau, jetzt belädt er. Wird beladen, zeigt unten auch an, wie viel reinpasst und wie viel drin ist. Das Silo ist jetzt nicht voll, also es langt nicht für den ganzen Anhänger normal, aber glaube ich. Dürfte eigentlich nicht lang, was noch drin ist. Dann kommt hier Meldung, Farmsilo ist leer. Drücken wir einfach auf sofort abfahren. Wenn er wollte. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Ja, jetzt fährt er runter. Rundumleuchte geht an. Er macht die Plane selbstständig zu sogar, was mir auch sehr gut gefällt.
Da habe ich ein bisschen mehr ausgeholt. Als jetzt runter zu zum Silo ist es noch schön eingefahren. Und dann habe ich mir überlegt, ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr Müll einfährt. Und habe das mal auf dem Rückweg gemacht. Seht ihr, wie der Traktor auf dem Feld mittendrin steht? So, und ich habe es jetzt natürlich nur hier, weil zum Zeigen langt es ja, da achte ich jetzt gerade nicht auf den Preis. Seht ihr, fährt gemütlich hier rein, macht die Plane wieder auf. Und lädt ab. Wenn er abgeladen hat, macht er alles wieder zu und fährt den eingespeicherten Weg zurück. So habe ich das allerdings nicht eingespeichert. Das war jetzt ein Fehler vom Helfer. Aber was jetzt kommt, ist von mir so eingespeichert worden, beabsichtigt. Seht, der fährt jetzt hier auch nicht die volle Geschwindigkeit. Und fährt jetzt einfach hier über das Feld. Irgendwie in Müll zusammen. Genau, hier geht's weiter. Also ihr könnt da wirklich alles. Das soll einmal quer über die Karte fahren, könnt ihr da einprogrammieren, das ist alles kein Problem. Müsst dann halt immer nur entsprechend beschriften, dass ihr nicht durcheinander kommt. Könnt ihr wirklich jede einzelne Verkaufsstelle einspeichern. Ihr guckt, oh, da kriege ich gerade am meisten Geld. Dann habe ich das schon eingespeichert, er fährt immer dahin und lädt ab und fertig. Und wichtig ist, dass hier, gerade wenn etwas enger ist wie bei mir, er auch wieder hier den Punkt hat. Dass er wieder hier hinfährt. Sehe, die Punkte liegen ziemlich nebeneinander und möchte aufladen, aber Silo ist leer. Dann kriegt ihr die Meldung und gut ist. Jetzt fahre ich den wieder auf die Seite. Ich könnte jetzt natürlich die Gerste oder so noch verkaufen lassen im Lager, aber das will ich jetzt gerade nicht. Ich will euch jetzt noch Feldrandkurs. Ja doch, geht sogar wirklich so. Einfach Rechtsklick, öffnet das Menü auch. Feldarbeit zeigen. Zoome ich mal ein bisschen raus. Durch das, dass ich meine ganzen Fahrzeuge hier stehen habe, auf der Map, fange ich auch hier an. Ich mache jetzt hier, beginne hier die Kursaufzeichnung und fahre jetzt einfach zum Feld runter. Und nehme den, oh ne, nehme ich nicht. Und jetzt sage ich, nehme den Briefkasten mit. Das ist eigentlich auch wie vorher mit dem Abfahren. Genauso wird es hier auch einfach eingespeichert. Und der T9 hängt schon wieder fest, das ist exakt ja. Es fehlt noch einiges hier im Spiel, beziehungsweise im Curseplay. Manchmal kann es auch sein, gerade jetzt in der Beta-Version, dass der einfach mit den Mod-Maps noch nicht klarkommt, der Curseplay-Mod. Aber das wird alles noch gefixt mit späteren Updates. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr den runterladet und installiert, schaut in meine Tutorial-Playlist rein. Da habe ich euch ein Tutorial dazu gemacht. Seht, da habe ich schon ein bisschen angefangen. Ich habe das noch eben ausprobieren müssen, ob das noch so funktioniert wie im 15er. Und daher habe ich da schon mal ein bisschen angefangen. Dann beendet ihr die Kursaufzeichnung einfach. Speichert den Kurs, ich nenne ihn jetzt zum Feld. Ich trage jetzt einfach keine Nummer ein, weil brauche ich gerade nicht. Löscht den Kurs wieder raus aus der Liste.
also nicht hier raus, sondern nur deinen geladenen Kurs. Geht hier auf aktuellen Feldrandkurs berechnen. Da könnt ihr jetzt die 15 nehmen, wenn ihr wollt. Das ist ja Feld 15. Das ist euch überlassen. Feldrandkurs 15 in Liste überschreiben auswählen und dann kriegt ihr hier hinten diesen Reiter. Da müsst ihr jetzt hier natürlich die 15 nehmen. Arbeitsbreite, genau, dann Startecke Südwest. Haben wir dann diese Ecke hier. Startrichtung Norden, Osten, Norden, Osten. Klar, geht nicht nichts anderes. Weil er fängt ja im Südwesten an, also bleiben nur diese zwei Richtungen. Dann könnt ihr hier Vorgewende auswählen, was ihr wollt. Und dann klickt ihr hier auf Kursgenerierung und ihr seht, es wurde ein Kurs generiert für dieses Feld. Wenn ihr hier ein anderes Vorgewende einstellt, ist der Kurs auch anders. Zeige ich euch gleich. Jetzt speichere ich den Kurs einfach unter Feld. Und machen wir mal weg nochmal. Gehen wieder auf die 15. Nehmen wir zum Beispiel Vorgewinde 4. Kursgenerierung, dann seht ihr, fangt ihr hier an und fährt davor und irgendwie anders. Das sollte aber alles kein Problem sein. Dann hier wieder rausnehmen. Wenn ihr dann wollt, dass der Helfer wieder zurückfährt. Upp. Müsst ihr natürlich den Kurs auch aufzeichnen für die Rückfahrt und das machen wir jetzt mal eben. Bringt uns jetzt im Grunde genommen nichts, weil ich euch jetzt nicht zeige, wie ihr das ganze Feld bearbeitet. Ist nur, dass ihr es überhaupt mal gesehen habt. So einfach ganz normal alles einfahren, wie schon am Anfang erklärt. Und ihr seht jetzt hier unten auch die Meldung T9 Nummer 1, also das Helfer Nummer 1 dann. Und durchdrehende Reifen müsst ihr dann danach schauen. Der hat sich jetzt bestimmt irgendwo festgefahren. Machen wir gleich, wenn wir den Kurs hier voll eingespeichert haben. Wenn ihr jetzt natürlich auch eingibt, Geschwindigkeit wie beim Einfahren, dann behält er die Geschwindigkeit, wenn ihr stehen bleibt, natürlich bei und bleibt auch stehen. So, jetzt haben wir das gleich. Ihr könnt den dann hinstellen, wie ihr wollt. Ich lasse den jetzt einfach mal so, dass er nicht im Weg steht. Natürlich solltet ihr darauf achten, dass da kein anderer Weg lang führt, wo ihr den abstellt, dann hier hinstellen. Ihr könnt den natürlich, wenn ihr das für all eure Felder macht, direkt einspeichern, dass er wieder an den Startpunkt fährt sozusagen. Jetzt stelle ich den an den Startpunkt. Der war ja etwa hier. Gehe auf die zu laden, also auf die Kurs verwalten. Lade zum Feld, dann den Feldrandkurs. Nein, das war er nicht. Zum Feld, den Feldkurs und zum Hof. Dann zeigt er hier an, drei kombinierte Kurse. Und ihr geht hier unten auf Feldarbeit. Und hier habt ihr jetzt wieder alles andere. Ich habe jetzt schon alles eingestellt, das Vorgewende. Könnt ihr jetzt auch wieder ändern. Und hier könnt ihr alles nochmal ändern. Allerdings müsst ihr das nicht. Dann machen wir einfach Abfahrer einstellen. Und ihr seht, er fährt jetzt zum Hof, zum Feld. Die Kursfläche können wir jetzt einfach mal kurz schließen. Wieder genau natürlich eurer Linie nach. Das ist natürlich. Also er kann keine Strecken außer die Felder selbst festlegen. Nur seine Wendemanöver macht er nach einem vorgeschriebenen Skript, denke ich mal. Was allerdings momentan noch nicht
so funktioniert. Da gibt es noch viele Fehler drin, was allerdings mit Updates, Patches von Cursplay auf jeden Fall behoben werden wird. Allerdings kriegt man so ein paar Sachen nie raus, wie dass er mal beim Wenden an einem Baum hängen bleibt. Ihr könnt jetzt, wenn ihr diese Map zum Beispiel spielt, zum Beispiel auf dem Feld, wo ich vorhin euch gezeigt habe, wegen Abfahren nie Mais häckseln. Das funktioniert einfach nicht. So, jetzt seht ihr, er klappt automatisch den Pflug auf. Dem ist auch egal, was auf dem Feld ist. Er macht die Arbeit einfach. Den interessiert es kein Meter, ob da irgendwas angepflanzt ist. Er wird einfach drüber sein. Und er fährt jetzt so rum. Da ist dann halt auch drauf zu achten. Am besten ist es, ihr macht den Feldrandkurs vorher und merkt euch, wo der Anfangspunkt ist, dass er da nicht mehr auf dem Feld rumwenden muss und dadurch was vergisst. Ihr seht, er arbeitet jetzt wirklich sehr sauber. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt in den Kurven, das machen wir jetzt gleich zusammen. Und dann schauen wir mal kurz nochmal nach dem T9 und dann werde ich das Video auch beenden. Und ja, weitere Tutorials folgen auf jeden Fall. Es ging jetzt eine Dreiviertelstunde schon wieder. Aber jetzt wieder mindestens eine Dreiviertelstunde, Stunde dran, bis das wieder fertig bearbeitet ist. Deshalb wird heute auch kein weiteres Video folgen. Gut, also da lässt er in Ecken ein bisschen was aus. Also solltet ihr einfach die Felder vielleicht mal vorgrubbern oder so, wenn es euch stört. Ich werde jetzt einmal außenrum, so wie es aussieht. Und dann Zickzacklinie. Und dann gucken wir mal, was ist mit dem hier. Der wartet wegen. Genau, der hat sich jetzt hier festgefahren. Und kommt nicht weiter. Das ist leider was, wo noch öfter passiert hier. Aber ich denke mal, das wird noch behoben. Ihr seht jetzt hier. Oder was stehen lassen, der Helfer. Das war jetzt auch nur der Standardhelfer, sage ich mal. Könnt ihr auch natürlich mit Feldrandkurs berechnen, bla 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 machen, also normale Prozedere. Gut, damit würde ich mich für heute verabschieden. Ich werde das Video jetzt bearbeiten noch eben und dann hochladen. Seht ihr ja dann, heute kommt dadurch kein Video mehr, weil ihr seht, es ist 17:40 Uhr. Und ich werde jetzt noch circa eine Stunde brauchen, bis es dann fertig gerendert ist und alles. Wenn ihr das Video seht, ist natürlich schon rum. Und daher wird auch heute kein weiteres Video folgen. Morgen, wenn ich noch genug zusammenkriege, Funktionen, ich muss mich da auch selber erst wieder reinfuchsen. In die Beta vor allem, da sind ja noch nicht alle Funktionen implementiert. Und muss schauen, was ich euch schon zeigen kann und was nicht. Also gut, dann macht's gut. Euer Simo LP.